150 Lehrlinge, davon 44 neue bei der Firma Engel in Schwertberg. Eine hochtechnische Firma, die auch jungen Leuten und Frauen eine vielversprechende Zukunft bietet. Davon konnte sich auch Landesrätin Magistra Doris Hummer bei ihrem Bezirksbesuch in Perg überzeugen. Voller Kraft in die Zukunft. So die Engel-Unternehmensphilosophie. Engel ist als Einzelmarke der weltweit größte Hersteller von Spritzgießmaschinen und zugleich eines der führenden Unternehmen im Kunststoffmaschinenbau. Magister Doris Hummer konnte sich bei der Führung durch das große Areal überzeugen von den modernsten Produktionsanlagen, der neuesten Technologie und der hervorragenden Arbeit der Mitarbeiter. Ich glaube, das ist jahrelange harte Arbeit und konsequente Arbeit. Und natürlich zählt hier auch der Faktor Mensch. Der ist ganz wichtig und da kann man wirklich sagen, die Mühlviertler sind leistungsfähige und sehr, sehr engagierte Mitarbeiter. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass dieser Erfolg weltweit gegeben ist. Die Firma Engel hat weltweit 3.500 Beschäftigte. Die Lehrwerkstätte in Schwertberg ist ein modernes Ausbildungszentrum mit über 150 Lehrlingen, darunter auch Mädchen. Warum sollen Mädchen nicht in der Technik sein? Also ich finde, der Beruf ist einfach ein Beruf, wo viel Kreativität erforderlich ist. Und Frauen haben ja ein hohes Potenzial da. Man muss sie nur nutzen. Ich glaube, die Mädchen unterschätzen sich selbst und sie müssen nur den Mut haben, diesen Beruf zu ergreifen. Wir machen das auch mit Girls Day, dass wir sozusagen den Mädeln die Möglichkeit geben, einmal reinzuschauen, zu sehen, wie die Arbeitsplätze sind. Also das ist nicht ein schmutziger Arbeitsplatz, das ist nicht einer, wo man solche Muskeln braucht, sondern es ist ein hochtechnischer Job. Und da meine ich, dass die Mädchen zumindest genauso geeignet sind. Jetzt nichts gegen die Burschen. Um jährlich neue Frauen für die technischen Berufe zu gewinnen, beteiligt sich die Firma jährlich am Girls Day. Dass Frauen genauso gut für die Technik geeignet sind, das sehen wir heute hier auch bei Engel. Ich habe gerade zwei Mechatronikerinnen kennengelernt und eine Lagerlogistikerin. Und das sind die Vorbilder von morgen. Tolle Jobmöglichkeiten und vor allem auch sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Und das müssen wir wirklich allen Mädchen im Land auch erzählen. Mädchen müssen sich nur trauen, so Magister Doris Hummer. Ich glaube, dass es, so wie es jetzt ist, vor allem sich die sehr, sehr, sehr Guten nur trauen, diesen Schritt zu machen. Das heißt, sie haben wirklich eine Elite im technischen Bereich. Und ich denke, dass es wie in jedem System die Mischung macht es aus. Wenn ich ein Berufsfeld habe, wo ich nur Männer habe oder nur Frauen habe, ist es einfach für die Weiterentwicklung immer ganz gut, dass ich hier jung und alt, Frauen und Männer mische. Dann kommt immer auch was Besonderes rein. Dann kommen die unterschiedlichen Sichtweisen hinein. Dann können Probleme besser gelöst werden. Lösungskompetenz entsteht durch unterschiedliche Blickwinkel. Und da spielt auch das Geschlecht und auch das Alter eine Rolle. Hier bei der Firma Engel arbeiten auch Mädchen. Sie haben sich getraut, den Schritt in die Männerdomäne gewagt und wurden belohnt. Ich wollte immer schon gern was Handwerkliches machen und ich weiß, dass es bei Engel eine super Lehrlingsausbildung gibt und deswegen habe ich mich für Engel entschieden. Ja, ich habe mich schon irrsinnig als Kleinstkind gern Sachen auseinanderbaut und wieder zusammenbaut und dann geschaut, wie das funktioniert und alles. Und in der Hauptschule bin ich halt dann draufgekommen, dass ich beim Engel anfangen will und dann bin ich ins Poli im Berg gegangen, Elektro, und dort hat es mir voll gefallen und dann bin ich halt aufgenommen worden und habe mich voll gefreut und ja, jetzt taugt es mir voll da. Ja, also ich habe erfahren, dass sie eben einen neuen Job einführen, also eine neue Lehre, und dann habe ich mich eben beworben und es hat geklappt und habe mich sehr gefreut. Karriere mit Lehre, egal ob Mädchen oder Junge, mit voller Kraft in die Zukunft. Dieses Motto gilt auch für Sie bei der Firma Engel in Schwertberg.